Okay, das war jetzt ein bisschen Fail. Gerade eben stand da noch 0,6, jetzt 0,5. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ich habe da eigentlich nur ein Scoop reingetan, Koffein. Ja, siehst du, jetzt zeigt er wieder 0,6 an. Auf einmal zeigt er schon 0,6 Gramm an, das heißt 600 Milligramm. Ein Scoop soll eigentlich 150 Milligramm haben. Gut, dass ich das abgewogen habe, weil ich meine, wenn das jetzt stimmt und ich hätte da jetzt noch einen zweiten Scoop reingetan, der nochmal irgendwie 0,5 Gramm hätte oder so, dann hätte ich mir, keine Ahnung, 1,3 Gramm Koffein oder so reingeballert. Das wäre echt hart geworden. Und naja, wenn die Waage jetzt stimmt, dürfte das auch schon ganz schön heftig sein. Booster plus 500 Milligramm Koffein. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Jo, hallo Leute, wie ihr seht, ordentlich Koffein geballert, denn heute steht was Großes an. Wir wollen einen neuen Rekord machen beim Kreuzheben. 230 Kilo mal 5 habe ich mir heute vorgenommen. Und ja, wie ihr seht, erstmal dafür schön den Hüfte, wie nennt man das? Naja, das ist nicht richtig warm machen, ne? damit bessere Beweglichkeit in der Hüfte drin ist. Ich meine, das kann man ja etwa verstehen, ne? so ein Ausfallschritt, dann so ein Band nach hinten. Und dann kann man halt tiefer so rein, das Band zieht so ein bisschen die Hüfte zurück. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Deswegen das immer vor dem Kreuzheben und dann hier noch ein bisschen einfach so auf die Handelstange setzen, weil es witzig ist. Nee, ihr kennt sicherlich alle das Prinzip vom Foam Rollen, ne? So ein bisschen Verklebung lösen, massieren, und das mache ich hier gerade mit meinem Beinbeuger. Das ist halt, ja, Foam Roller, ne? Eisenstange ist halt nicht ganz so Schaumstoff, aber funktioniert auch. Ist ein bisschen härter so als der allgemeine Foam Roller, aber tut dadurch umso besser. Seine Arbeit ist halt auch ein bisschen schmerzhafter, aber soll ja funktionieren, ne? Also dann sozusagen ein bisschen weich gesmashed, den Beinbeuger. Ich denke mal, einerseits erhöht das noch ein bisschen die Beweglichkeit, andererseits denke ich auch, dass wenn halt die Verklebungen aus dem Beinbeuger raus sind, dass da halt auch ein bisschen besser funktioniert. So, und dann geht's ans Kreuzheben. Ein bisschen aufwärmen hier. 100 Kilo jetzt, glaube ich, für ein paar Reps. Ja, und wenn ich mir das jetzt nochmal genau von der Seite anschaue, dann sehe ich, meine Schienbeine sind noch ein bisschen zu weit nach vorne und generell dadurch liegt auch die Stange noch ein bisschen weiter nach vorne. Ich denke, ich könnte sie, das seht ihr dann später auch bei den hohen Gewichten, ich könnte die Stange noch ein bisschen näher an meine Schienbeine ranziehen. Das macht es ja letztendlich durch die Hebelwirkung immer ein bisschen schwieriger, wenn man je weiter sozusagen die Stange vom Schwerpunkt, Mittelpunkt, was ich, auf jeden Fall je weiter die Stange vom Körper weg ist, desto schwerer wird es, und deswegen kann durchaus so ein Zentimeter oder so wieder viel ausmachen, wenn das jetzt einfach noch ein bisschen näher dran ist. Wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen das jetzt 210 Kilo sein. Ich habe zwar vorher noch 180 Kilo Aufwärmen gemacht, aber irgendwie hat da die Kamera nicht so richtig mitgemacht. Da gibt es eine Funktion in der Kamera, dass die Movie-Aufnahme einfach so anhält, keine Ahnung warum. Scheiß Funktion, wer denkt sich so einen Kack aus? Und naja, wie ihr jetzt seht, so die Platte, das aus bei McFit mit 230 Kilo. Und ja, dann bin ich jetzt erstmal still. So ist so die Atmosphäre im Studio. Ja, wie ihr seht, 230 Kilo für 5 Wiederholungen gepackt. Wie immer, Rücken nicht gerade wie ein Lineal, aber ich denke, das hält sich im Rahmen. Ich denke, es ist nicht wesentlich schlechter als bei 225 gewesen, und deswegen bin ich zufrieden, und vielleicht können wir auch das bald dann 235 machen. Jetzt danach mache ich Rücken im Supersatz mit Trizeps. Also ich mache zweimal Supersatz, sozusagen das erste ist mit breitem Latzug. Da, ja, so wie ich den jetzt mache,
hat man da auch ein bisschen oberen Rücken, hintere Schultern und so weiter dabei. Spare ich mir die Facepulls. Ist die Frage, ob das unbedingt gut so ist, ob das jetzt genug für die hintere Schultern ist, sag ich jetzt mal. Aber ja, und danach halt Trizeps. Und ja, ihr seht ja, wie ich stehe. Wenn man halt so ein bisschen weiter weg steht und den Körper so ein bisschen waagerecht hat, dann muss man den Bauch nicht so anspannen. Und dann ja, hat man auch, weiß nicht, so eine schöne Range of Motion im Trizeps. Das ist einfach generell angenehmer so. Und ja, danach habe ich noch, also ich habe sozusagen drei Sätze davon gemacht, halt nur einen aufgenommen. Danach habe ich engen Latzug gemacht und danach Dips. Und ja, um kurz nochmal zu supersetzen, die sind halt ganz cool, wenn man dadurch Zeit sparen kann. Aber generell würde ich nur antagonistische Supersätze empfehlen, weil wenn man sozusagen Rücken macht und direkt danach nochmal eine Rückenübung, ist das irgendwie ein bisschen von Arsch, weil in der zweiten Rückenübung ist man entsprechend voll kaputt. Da kann man auch dieselbe Übung nochmal machen, ja, und einfach nur kurze Pausenzeiten haben. Aber wenn man halt eben Rücken macht und danach Brust und Trizeps, wie ich jetzt hier mit Dips mache, dann ist das gar nicht so schlecht, weil man halt eben noch gute Kraft hat bei den Dips. Ihr seht hier, mit meinen 105 Kilo mache ich trotzdem noch locker 16 Reps bei den Dips. Und ja, deswegen, wenn ihr Supersätze macht, könnt ihr gerne machen. Ist ganz cool, wenn man Zeit sparen muss oder ja, generell, wenn man einfach keinen Bock hat, so lange im Studio zu sein. Tut mir leid, ja. Supersätze aber antagonistisch. So, danach habe ich jetzt auch nochmal ein paar Bizeps Curls gemacht. Ewig keine Bizeps Curls mehr gemacht. Also vor allem nicht mit der SZ-Stange, weil man die aufbauen muss. Ab und zu, wenn ich Seitheben mache, weil es gleich auch noch kommt, nehme ich einfach mal die Hand und denke so, oh ja, curl ich ein bisschen. Aber nie so richtig ernsthaft. Aber jetzt denke ich mir, dicke Arme wären schon ganz cool. Deswegen habe ich gerade nochmal ein bisschen gecurlt. Aber ja, wie ihr seht, Babygewicht, das wird sich vielleicht auch nochmal ein bisschen steigern, wenn ich da dranbleibe. Weiß ich noch nicht ganz genau. Aber ich meine, naja, was soll man dazu sagen? Ja, und jetzt noch ein bisschen Seitheben. Hab wieder Sätze, mach mehrere Sätze, drei Sätze habe ich sogar, glaube ich, wieder gemacht, aber immer halt nur einen aufgenommen. Und ja, so mittelmäßig Mischung aus strikter Ausführung und so ein bisschen Schwung und dies und das. Aber ich spüre die Schulter ganz gut. Und ja, das war's mit dem Training. Jedenfalls alle Übungen, nicht alle Sätze, klar. Aber ich denke, das war's mit euch. Essen habt ihr schon vor ein paar Tagen gesehen, wie ich so esse. Sonst hier bin ich gerade auch dabei. Und ja, bin ich froh, dass ich die 230,5 geschafft habe und dass ich mich wie immer gut steigern kann. Und dann sieht man sich irgendwann demnächst nochmal. Ne? Ciao.